Und ich hatte halt sehr krasse Gehaltenheitsrecken und das war mir einfach mit 22, 23 zu früh. Und somit habe ich schon früh damit angefangen, irgendwie auch was dagegen zu machen. Wenn man schon so einiges hinter sich hat, ne, was irgendwie überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, wie diese Haartransplantation oder diese Pigmentierung von, der Kopfhaut, dann ist es schon, dass man erstes Mal schon so einen Grundgedanken hat, das halt mal richtig zu haben. Nach dieser ganzen Transformation nicht nur die Haare, sondern auch den Bart mitzunehmen. Also ist ein schönes Gefühl, neues Lebensgefühl, würde ich fast schon sagen.